Herzlich willkommen zu einem Normshop-Video. Heute ist ja tatsächlich der letzte Tag, wo es noch Abstimmungen auf YouTube gibt. Ab morgen wird das Ganze entfernt und deshalb machen wir heute nochmal die letzten Abstimmungen, die ihr wahrscheinlich jemals auf YouTube sehen werdet. Und ich würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr in Zukunft wieder weitere Streams sehen wollt. Und dann stimmt doch gerne ab, wann denn die ganzen Videos kommen, beziehungsweise wann die zweiten Videos immer täglich kommen sollen. Würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. Und wenn ihr natürlich generell keine weiteren Videos mehr auf dem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Aus dem Bewertung kommentiert und haltet euch gerne das Video und schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, schauen uns dann auch direkt den Item-Shop an. Und dort haben wir heute den Kristall-Skin wieder drin. Dazu dann noch den Bronto-Skin, dann den Pterodactylus als Gleiter und dann noch den Heftiger Biss Spitzhacke. Als nächstes haben wir dann noch die Kaugummi-Bomberin. Dort einmal natürlich im Standardziel und im Ziel ohne Visier. Dann haben wir noch die Kaugummi-Knüppelspitzhacke. Dann die Kaugummi-Bomben-Lackierung. Dann haben wir noch als nächstes den Rabenskin. Dann natürlich noch die weibliche Version davon, den Verwüstungsskin. Finde ich auf jeden Fall deutlich besser, den Verwüstungsskin, weil man natürlich dazu noch ein kostenloses Kornshell bekommt und der so auf jeden Fall deutlich mehr Wert hat als die männliche Version. Dort hat man ja nur den Skin an sich. Und dann haben wir als nächstes noch dazu den eisernen Schnabel als Spitzhacke und dann noch den gefiederten Gleiter. Als nächstes haben wir dann noch den verderbten Reisenden. Ist ja, glaube ich, einer der Besucher tatsächlich. Und dazu kommen ja eventuell im Live-Event auch nochmal ein bisschen was zur Storyline dazu. Also könnte eventuell, glaube ich, relativ interessant sein. Und wahrscheinlich werden wir auch noch ein paar weitere Besucher bekommen, weil ja irgendwann, glaube ich, im Season X Live-Event oder so stand, dass immer von den 7 gesprochen wurde. Und bisher haben wir ja, glaube ich, erst nur 3. Also wird, glaube ich, auch ein Teil des Live-Events auf jeden Fall sein. Dann haben wir zunächst die Fraktalpunkt-Lackierung, dann den unendlichen Depp. Dann als nächstes die Raufbolden, dann auch den Luftgitarren-Emote. Und dann als letztes noch Pirouette. Das war es dann auch schon wieder mit dem Shop-Video. Wie gesagt, oder wie ich es auch in den letzten Videos gesagt habe, zurzeit gibt es einfach wenige neue Skins, dadurch, dass die Season jetzt eben halt ja noch bis zum nächsten Montag geht und wir kaum geleakte Skins mehr haben. Auf jeden Fall ist das mittlerweile auch gar nicht mehr so lange bis dahin. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt drauf. Und ich würde sagen, das war es auf jeden Fall jetzt mit diesem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.